Jodel. Judel. Oh. Damals wieder, ja? Das haben die damals in Buchenwald genutzt. Ich denke auch, sie kommunizieren. Ich habe immer noch Hunger. Wann ist morgen Appell und so? Wir sind bei Radio Lotto und alles ist hier so ekelhaft. Ne? Ich will das hier nicht mein Essen irgendwo hinlegen. Ich hab auch nur Taschentücher mit Duft. Dann schmeckt dein Ich leg's jetzt auf mein Hosenbein. Das wird wahrscheinlich noch das Sauberste sein, was ich hier vorfinde. Das war Hallo und herzlich willkommen. Das war ein Reim. Beim Brennpunkt Internet. Ihr hört es vielleicht an unseren ihr Stimmen oder an allem, ja, was man halt so hört. Wir sind im Ranz-Studio. Folge 37, Ranz-Studio. Dafür 2 Stunden heute. Also ein Brennpunkt Internet und ein Brennpunkt Hörerwunsch. Der absolute Rekorden Wahnsinn. Wir heute für euch. In diesem Sinne, eine Triggerwarnung und ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Hier ist noch eine Sprachnachricht von Tino. Was brauchst du? Ich brauche nichts außer dich, Tino. Oh. Dann habe ich alles. Das Schön, dass du hier bist. Oh, das finde ich aber echt ein sehr schöner Empfang, weil ich muss direkt mal loslegen, weil ich muss auf den letzten Pudumcast anzusprechen kommen. Oh, scheiße. Erstens finde ich es eine Frechheit, dass ihr auch im Podcast künstlich in die Länge zieht, ja, dass ihr auf einmal Folge 37 habt, nur damit ihr aufholen könnt. Ja, 47 glaube ich sogar, oder? Oder 47 ich glaube, der Pudumcast ist jetzt in Folge 47. Ist auf jeden Fall sehr hörenswert, also die erste Hälfte zumindest. Ja, und dann irgendwie geht dieser Tino-Anrancher raus und dann ist es nicht mehr so geil. Und die Sache mit Dion, ja? Ich habe halt echt gedacht, du hörst dir das nicht an. Ich habe doch gesagt, ich höre jeden Podcast, ich höre jeden Pudumcast. Und ich, ja, und für alle, die es nicht wissen, wir hatten mal eine Folge, in der wir gesagt haben, oder Robin wir haben Dion geoutet hat. Genau, quasi. Wir haben in einem Hörerwunsch über Memes und Dion geredet, ein Freund des Hauses. Und da hast du gesagt, er würde Roland heißen. Und ich muss sagen, es war so eine Kurve irgendwie. Also erst dachte ich, so ein Scheiß. Dann hast du es aber doch sehr ernst gemeint im Podcast. Dann dachte ich währenddessen doch, er muss doch Roland heißen. Dann habe ich aber gemerkt, dass ihr in der Telegram-Gruppe und überhaupt ihn besonders oft Roland nennt auf einmal. Da dachte ich, nee, die verarschen mich bestimmt, aber ich trau mich nicht zu fragen. Das war jetzt eher so Schrödingers Vorname irgendwie. Ich dachte, ich warte mal lieber ab, bis ich es irgendwie erfahre. Ist das großartig. Oder bis ich mal Dions oder Roland seine Brieftasche klauen kann und dann schaue ich mal drauf. Der Punkt ist halt, du bist schon die zweite Person, die mich das gefragt hat, wie heißt Dion denn eigentlich richtig? Ja. Und da hast du mir ja die Vorlage gegeben. So. Das habe ich einfach nur verwendet, so, weil, weißt du, wie wenn dich jetzt jemand fragt, Tino, wie heißt denn du eigentlich richtig? Aber habe ich nicht gefragt, ob er wirklich Dion heißt? War das nicht eher so eine Frage? Ja, weiß heißt er wirklich Dion? Oder wie heißt der eigentlich? Ich denke, das war so formuliert. Aber trotzdem hast du mich quasi auf die Idee gebracht, ja. Ja. Großartig. Es war mir nur ein bisschen peinlich gestern. Ich dachte so, ach, ist doch nicht beim Podcast hören, wer mit so wie trollen, sprichst du es an? Wer mit so Trollen irgendwie agiert, der muss auch Gefahr laufen, mal getrollt zu werden. Ja, das stimmt. Ah, schön. Das war der Brennpunkt Dion. Jetzt kommen wir zum Brennpunkt Internet, denn das Internet wurde mal wieder bewegt. Vielleicht vorher auch noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Area 51 war ja. Ist jetzt gar nicht mehr so viel. Verzeihung. Ist ja gar nicht mehr so viel dabei rumgekommen. Leider. Außer das, was ich schon angesprochen habe. Also dieses eine Video von dem Typen, der im Hintergrund langrennt, das wurde auf jeden Fall hart durchgepeitscht. Aber sonst, man hat noch 1-2 Bilder gesehen, wie tatsächlich so ein 200-Mann starker Mob da rumsteht. Ach, doch so viele? Ja, ja, doch. Ach. Also 200 ist schon beachtlich, ja. Aber ich glaube, die reichen nicht aus, um so eine Area 51 zu stürmen. Aber die waren ja vorbereitet, ne, die Area 51-Leute. Ja. Das finde ich eigentlich der eigentliche Gag, so, dass die es ernst genommen haben. Sie müssen es ja auch ernst nehmen, keine Frage. Das ist doch schon großartig. Oh Mann, nächstes Jahr, Leute, stellt euch vor, also es ist halt wirklich so, wenn da 2 Millionen Menschen stehen, da können die nichts machen. Die haben nicht mal genug Munition für so viele Leute. Ja, man kann halt so, weiß ich nicht, so einen Effekt, wie dass man über Facebook-Veranstaltungen 1000 Leute irgendwie hinbekommt oder 1 Million Leute hinbekommt, klappt nur deswegen, weil du nicht sterben musst. Ach so, das ist der Trick. Ja. Aber jetzt verstehe ich das. Bei Area 51, da kommt man doch ganz schnell mal ins Gefängnis für 100 Jahre oder schlimmer. Ja, ansonsten habe ich da nicht weiter viel mitbekommen. Also es wurde natürlich dieser eine Typ, der wurde richtig hart gehypt so. Dann gab es noch ein Mädel, die irgendwie hinter die Schranke gegangen ist. Da steht dann, hier darfst du nicht rein, aber sie hat sich halt dahinter gestellt. Das war noch ganz witzig, aber sonst war es das so. Also sehr enttäuschend tatsächlich. Es ist cool, dass überhaupt Leute da waren, sag ich mal. Was haben wir erwartet? Also ich muss sagen, ich war schon
gehypt drauf. Ja. Ich dachte wirklich, ich setze mich am Rechner, an den Rechner und gucke mir Twitch an und was so passiert. Ja. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich irgendwo war, keine Ahnung. Aber ich war sehr enttäuscht. Ich habe doch mein Handy manchmal gezückt und geguckt bei Twitter und so, ist was passiert, aber es war gar nichts. Es gab nur so Memes und so Fakes quasi. Ich hatte tatsächlich auch so ein kleines, ich weiß nicht, so ein zweites Twitch Plays Pokémon erwartet. Kennst du das? Das war damals da. Ja, da hat auch gefühlt die ganze Welt den Atem angehalten. Weil Twitch Plays Pokémon, es war einfach nur, da hat jemand ein Programm geschrieben, was quasi die Befehle vom Chat einliest. Hm. Das wurde dann leider in der Hälfte ein bisschen abgeändert, da wurde es dann demokratisch gemacht, das war dann nicht mehr so geil. Hm. Da wurde dann quasi, okay, welcher Befehl wurde in den letzten 10 Sekunden das häufigste Mal irgendwie gemacht so. Aber vorher hat halt jeden Befehl verwertet und was ist passiert? Der Twitch-Chat hat halt Pokémon gespielt über diese Befehle, also Up, Down, A, B und so, was man halt auf dem Gameboy drücken kann. Richtig großartig, also natürlich als Emulator. Und das habe ich richtig hart gefeiert. Das war echt so, okay, schafft es, so ein Hive-Mind, so ein Kollektiv, ein Videospiel durchzuspielen, völlig unkoordiniert, keine Möglichkeit, sich irgendwie abzusprechen, so groß. Richtig geil. Und sowas was bei Pokémon auch sehr schwer, obwohl mit Pokémon ist es halt machbar, weil du halt keinen Zeitdruck hast und so. Du kannst nicht Game Over gehen und so, das Beispiel, ist halt ein Vorteil. Also nicht wirklich, er fällt halt in Ohnmacht, was ich nie verstanden habe, dass der so ein schlechter Verlierer ist, dass er jedes Mal, oh, Tino fällt in Ohnmacht. So. Richtig dumm. So hieß das damals bei mir. Also, darüber hätte ich mich gefreut. Ansonsten war es das auch, Area 51, oder? Was waren für dich sonst diese Woche das größte Thema? So? Ein großes Lob geht raus an Thomas Cook. Ach so. An die Flugfirma, dass sie aus Gründen der Umwelt ihren Betrieb eingestellt haben tatsächlich. Ja, und Condor auch, aber sollen die jetzt nicht irgendwie auch staatlich subventioniert sein oder so? Da soll doch hier so ein Notfall 380 Millionen Paket rein, weil der freie Markt, der reguliert sich ja selbst gerade. Das ist der einzige Punkt, wo ich mit der AfD übereingehe, denn auch die sagen, schmecken lassen, noch keinen Mittag gehabt. Macht nichts. Denn auch die sagen, dass die Subvention unsinnig ist. Warum soll der Steuerzahler aufkommen für Unternehmen, die pleite gehen? Finde ich tatsächlich. Da bin ich mal rechtsradikal in dem Punkt. Ab sofort nur noch AfD. Ich habe das nicht ganz so verfolgt, muss ich sagen, weil es mich nicht ganz so interessiert. Aber die Argumentation dahinter ist doch bestimmt irgendwie, wenn dieses Unternehmen untergeht, dann ist doch ein deutsches Unternehmen so. Ne? Thomas Cook kann sein. Ja, muss ja, sonst warum sollte Deutschland irgendwie so ein griechisches Unternehmen finanzieren? Ja, doch, weil die hier ja auch ihre Wirtschaft haben und ihren Sitz. Das wird ja wahrscheinlich das Argument sein, oder? Wenn die wegbrechen, da fällt halt irgendwas weg. So, so wie wenn VW zumacht, wer sind wir Deutsche dann noch? Gar nichts mehr eigentlich. Ja, eben. Nur noch Nazis. Nee, ich finde es, wie gesagt, sehr schwierig. Das fand ich auch bei den Banken so schwierig. Warum wird den Banken so krass geholfen? Weswegen ja auch die AfD damals ja auch aufkam durch diese ganze Geschichte mit Griechenland-Rettung und Bankenrettung und so ist ja die AfD entstanden, wo ich noch gesagt hatte, okay. Nee, die AfD haben die Flüchtlinge übers Mittelmeer hierher getragen. Die waren das selber dann später, genau, als dann die Gründe ausgingen, die AfD zu wählen. Aber da dachte ich tatsächlich, okay, ich werde sie nicht wählen, die AfD, weil die damals schon sehr kritisch waren, was Einwanderung angeht, aber nicht so krass radikal wie jetzt. Aber ich dachte halt, okay, die füllen die Lücke aus zwischen CDU und NPD so ein bisschen. Die Lücke aus, quasi der Björn-Lücke damals noch. Aber dass sie sich so entwickeln, ist halt eine andere Geschichte. Jedenfalls ist das ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist echt schwachsinnig. Also wie gesagt, damit habe ich mich nicht so beschäftigt. Für mich war das größte Thema diese Woche, dass Greta wütend geguckt hat. Sie hat geweint sogar fast. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, können wir beides besprechen. Also es war nicht für mich das größte Thema, aber fürs Internet gefühlt war es das größte Thema, dass Greta Thunberg zum einen Trump wütend anguckt und zum anderen emotionale Reden hält. Und das geht ja mal gar nicht. Richtig. Und dann kann sie denn nicht sachlich? Seit 1900, weiß ich nicht, 10 oder so, oder was war das hier, Exxon? Die haben doch irgendwie 1920 schon ausgerechnet, Klimawandel gibt's und genauso ist eingetroffen, aber die haben es natürlich nicht veröffentlicht, weil sie davon profitieren. Seitdem wird sachlich argumentiert, Klimawandel kommt und jetzt kommt die daher und ist emotional. Was das ist doch klar, wenn so ein kleines Mädchen daherkommt, die nur weint die ganze Zeit und heult, dass die nicht ernst genommen wird, muss es sich gar nicht wundern. Ich habe so ein schönes Bild gesehen, von wegen, wenn Greta Thunberg weint, ist sie ein lächerliches Mädchen, aber wenn Schalke Bayern irgendwie absteigt oder gewinnt, keine Ahnung, dann ist es toll, dann zeigen Männer Gefühle, auch wie toll. Ja. Aber wenn es um unseren scheiß Planeten geht, ja, von dem wir nur einen haben, laut aktuellem Stand, okay, dann darf man weinen. Das möchte ich anzweifeln. Aktuell ist es der einzige Planet. Wir haben noch ganz viele Erden neben uns, das verschweigt die Regierung nur.
Möglich. Mhm. Auch alle flach. Das ist alles nur eine große Verschwörung, um uns Deutschen die Steuern zu erhöhen. Ist ja auch ein riesiger Zufall, dass nur die Erde flach ist. Der Mars und alle rundherum sind rund und auch die Sonne ist rund und der Mond, aber die Erde ist flach. Das ist dumm gemacht. Das macht sie sehr einzigartig. Das hat Gott verkackt. Ja, also es gibt halt wirklich so ein Video, der Fokus liegt auf Greta, dann wird rausgezoomt, man sieht Trump und auf einmal verändert sich Gretas Gesicht so zu so einem richtigen Death-Stare. Wobei sie ja eh immer so ein bisschen komisch guckt, ne? Aufgrund ihrer Erkrankung. Ja, sie ist im autistischen Spektrum. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man da. Ja, ist schon eine Erkrankung, oder? Ich weiß nicht, ich habe das auf Twitter halt im Zuge dessen immer wieder gesehen, ja, die ist instrumentalisiert und die ist psychisch krank und so. Und das ist halt alles so auf den Charakter, auf die Figur, auf die Person. Das hat alles nichts bei der Frage zu suchen, sagt sie die Wahrheit oder nicht? Oder sagt sie, das hat sie auch selber gesagt, dass wenn man sich nur über ihr Aussehen lustig macht und dass sie ein Mädchen ist, dann ist es auch ein Zeichen, dass die anderen keine Argumente haben. Und es ist ja eigentlich immer, sobald man die Nazi-Keule rausholt, hat man halt keine Argumente mehr. Ja. Ist ja das Gleiche. Aber Trump war überhaupt diese Woche mal wieder Hauptthema. Der schafft es halt immer wieder, sich in diesen Podcast reinzuschleichen. Es geht mir auf den Sack, ne? Er ist auch der mächtigste Mann. Jetzt lasse ich bewusst ein bisschen weg, damit es nicht so repetitiv wird, ja? Mhm. Aber der Trump, also ich glaube, das war halt echt seine Woche. Denn das große Wort Impeachment steht über allem. Ja, also, richtig, ganz Amtsenthebungsverfahren. Trumps Enthebungsverfahren. Ich weiß halt immer, was Impeachment ist, so, aber ich habe dann immer das deutsche Wort nicht präsent. Oh, ich spreche so selten Deutsch. Ich war im Ausland für ein halbes Jahr und ich kann gar nicht mehr Deutsch speaken, aber ich kann das gar nicht mehr. Ist so. Also das ist halt, zum einen ist das eine Sache, die man jetzt auch schon seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr hört, ja, Impeachment, aber jetzt ist dieses Verfahren halt eingeleitet worden. Weißt du auch warum? Ich weiß auch warum, ja. Trump hat mit dem ukrainischen Präsident telefoniert und innerhalb dieses einen Telefonats hat er 8-mal gesagt, ich verstehe nicht ganz warum, aber er hat halt die Ukraine gebeten, gegen seinen Konkurrenten Joe Biden, ja, der ja eventuell die neue Hillary wird und auch nicht so geil ist, weil Joe Biden ist meiner Meinung nach ein sehr seniler alter Mann. Ja. Der ist jünger als Bernie Sanders, aber Bernie Sanders, da merkst du halt, der ist echt noch fit so. Wie dem auch sei, er hat halt die Ukraine quasi gebeten, seinen Konkurrenten irgendwie zu untersuchen und Dreck am Stecken zu finden. Hm. So, und er hat 8-mal in diesem einen Interview gesagt, hier kannst du mal was über den Sohn von Joe Biden rausfinden. Und das ist halt schon nicht so geil. Es ist verfassungswidrig in Amerika. Richtig, man darf ausländische Regierungen nicht bitten, ihn beim Wahlkampf zu unterstützen oder überhaupt zu unterstützen in solchen Fragen. Aber dann muss man auch dazu sagen, dieses ganze Impeachment-Ding, das heißt halt nicht sofort, dass er aus dem Amt rausgelatscht wird, sondern wenn dieses Impeachment, dieses Amtsenthebungsverfahren in die Wege geleitet wird, dann werden erstmal Untersuchungen angestellt, um Informationen zu sammeln. Dann wird das House of Representatives voten, ob der Präsident impeached werden soll. Ja, und dann wird noch abgestimmt, ob er quasi schuldig ist. Und dann wird das abgestimmt, kann dauern. Ob man ihn aus dem Office entfernt. Das kann halt dauern, bis zur nächsten Wahl eigentlich. Das ist viel zu spät. Also es wird halt eh nicht passieren, das ist mein Call, weil Trump darf einfach machen, was er will. Tatsächlich. Aber was da witzig ist, er hat ja so seine Entourage hinter sich. Ne? Die Republikaner, die stehen ja zu ihm, die finden das ja eigentlich gut, was er macht. So, und, ne? Solange er da am Amt ist, Es gibt auch seinen reinen Kritiker natürlich, die gibt es auch. Ja. Aber insgesamt hast du recht. Aber im Grunde, dadurch, dass Trump halt die Messlatte eigentlich niedrig, nicht hoch ansetzt, weißt du, kann man, ne, dann lebt sich's ungeniert und so. Aber jetzt hat Trump seinen Vizepräsident Mike Pence auch noch unter die Räder geworfen. Der hat nämlich gesagt, warum auch immer, was das für einen Vorteil bringen soll, hat gesagt, der hat auch mit dem ukrainischen Typen telefoniert. Und so nach dem Motto, mein Bruder hat auch sich einen Lolli genommen. Genau, so. Und wenn der das macht, dann darf ich das auch. Ich weiß nicht genau, was das große Ziel dabei ist. Auf jeden Fall ist das so ein richtiger Dick-Move und Mike Pence ist ja eigentlich jemand, der ihn backen würde. So. Er würde ja eigentlich zu ihm stehen. Also lieber Mike Pence als Trump. Wenn der Pence da abgesägt wird, dann kann Trump sagen, er war schuld, so, er hat mich verleitet, er hat es vorgemacht, vielleicht auch. Wahrscheinlich. Und besser als wenn Trump abtreten müsste. Aber das ist so ein richtiger Bitch-Move. Vielleicht stimmt es ja noch nicht mal, dann wäre es ja noch geiler. Weißt du? Oh, er kann Trump sagt ja einfach immer Dinge. Aber gibt es nicht Protokolle immer bei solchen Sachen? Ja, pass auf, da gab es auch was. Er sagt jetzt, dass die Protokolle veröffentlicht werden sollen, also Trump, damit Mike Pence auch noch angefickt wird. Und der ukrainische Präsident hat sich irgendwie hat es gesagt und hat dann gesagt, oh, ich dachte nur, die Gegenseite wird veröffentlicht und nicht meine eigene auch. Da ist er jetzt irgendwie, das ist alles so ein bisschen kleines, verzwicktes, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dumm gelaufen, ja, tatsächlich.
Aber ganz groß die Woche. Ich habe nur dieses Bild gesehen oder also das Video gesehen, wo er halt immer sagt, no pressure, there was no pressure. Ich habe keinen Druck gemacht, ich habe nur gefragt. Ich muss noch ein bisschen essen, aber ich habe durch diese, weißt du, wie ich davon mitbekommen habe, diesmal nicht durch Reddit oder irgendwelche BBCs oder solche Newsseiten. Nein, ich habe, es war richtig witzig, man kriegt ja auf Twitter manchmal so Benachrichtigungen. Mhm, gelegentlich. Ja, und ich habe eines Morgens bekommen, Trump, Doppelpunkt, Presidential Harassment, alles in Caps, also groß geschrieben. Ah ja, hat er ja auch gesagt, es ist eine große Hetzjagd ja. gegen mich. Und ich wusste überhaupt nicht, was abgeht so und sehe nur diesen Tweet, übelst viele Retweets, also es ist glaube ich sein erfolgreichster Tweet aller Zeiten oder so, wobei Erfolg ist da vielleicht, kann man sich drüber streiten. Und sehr witzig, dann habe ich herausgefunden, um was es geht. Sind ja eh jetzt alle wieder gegen ihn und der arme Trump und der tut mir so leid. Das hält er aus. Ich glaube inzwischen auch, dass er wiedergewählt wird. Ich muss jetzt mal aufessen, dann fahre ich hier mal den Energiebolzen ein bisschen hoch. Aber ich muss auch sagen, ich bin immer, wenn wir in diesem Randstudio sind, ne? Oh, da denke ich mir immer, das haben wir nicht verdient. Wir sind so geil. Wir sind die Einzigen, die Fanpost bekommen. Die Einzigen, die Geld bekommen. Da werden wir hier runtergelagert. Ich will ja nicht gegen unsere Mitstreiter hier haten, ja. Aber wir sind halt schon viel besser als die alle. Ja, tatsächlich auch viel professioneller so. Und wir haben auch Gäste bei uns und sind organisiert. Ohne Spaß. Unabhängig von allem, von aller Lobhudelei, die hier gerade von uns passiert. Meine Mutter hat gesagt, ja, oh, wenn ich hier Radio Lotte einschalte, ja, die klingen alle immer so richtig, ich weiß nicht, warum. Das ist ja perfekt. Also ich sag, dass hier Inkompetenz am Start ist und hier steht halt Lautsprecher ohne H. Da steht halt Lautsprecher. Oh, ja. Das ist mir nicht, noch nie nicht aufgefallen. Nicht drehen, du drehst erstmal zu mir. Lautsprecher nicht drehen. Huch, hab ich so gedreht. Ja, witzig. Aber noch geiler ist, dass es auf beiden falsch draufsteht. Ich habe hier zwei Lautsprecher vor mir. Dann ist es Konzept. Es sind beide Lautsprecher. Dann ist es Konzept. Oder die heißen so, Lautsprecher. Ach so. Von der Firma Genelec. Oder die sind aus Polen oder so, Lautsprecher. Waren günstiger. Es ist ein offener Kanal hier. Die kriegen ja keine Gelder. Hm. Also schon ein bisschen, aber... Naja. Auf jeden Fall hat sich der iranische Präsident auch nochmal reingelehnt, weil wenn Präsidenten Shitshow abfeiern, muss sich auch jeder mal reinhalten. Hm. Der hat gesagt, überall, wo Amerika hingegangen ist, wurde der Terrorismus ausgeweitet. Ist ja auch so, faktisch. Ja. Und auch bei Jodel gibt es gerade sehr, sehr viele... Auch bei Jodel ist der Terrorismus angekommen. Ja, ja, es ist eine sehr relevante App. Für Studenten und Nicht-Studenten. Ich hasse Jodel. Ja, ich habe so eine Hassliebe. Jedenfalls wird da gerade sehr viel diskutiert und sehr viele Trump-Supporter kommen da gerade hoch. Und es sind vielleicht nur 3 oder 4 in ganz Weimar, die es gibt davon. Aber die posten halt alle 3 Stunden irgendwelche Pro-Trump-Posts derzeit und verteidigen ihn. Und sind gegen Greta und so. Und es sind auch solche Leute, die auch behaupten, die soll doch zur Schule gehen und so. Ich habe das Gefühl allgemein bei Jodel, das sind immer nur so 10 Leute, die sich unterhalten. Es wirkt halt relativ viel, aber im Grunde sind es immer nur 10. Seit dem neuen Feature, dass man Umfragen machen kann, kann man auch sehen, wie viele Leute so einen Beitrag quasi angucken und wie oft gewotet wurde. Und da gibt es echt so Postings, die sind eine Stunde alt, wo 200 Leute abgestimmt haben. Also es ist schon eine gigantische Reichweite, wenn du da Werbung machst. Ich mache manchmal auch Wahlwerbung dort, also nicht direkt. Ich sage manchmal so, komm zu den Parteistammtischen so und engagiert euch, dann werde ich mal rausgevotet. Weil bei 5 Downvotes wirst du halt rausgevotet. Das ist wie so ein schwarzes Brett quasi. Wenn 5 Leute davor stehen und sagen, das ist dumm, wird es eben entfernt. Okay. Und ich nutze das halt muss für... Muss auch fast professionell sein. Ja, kein Ding. Und man kann es aber auch nutzen, um zu fragen, hat Rewe noch auf? Oder wo finde ich denn... Alter, ich könnte dir eine Stunde sagen, warum Jodel so scheiße ist, Alter. Gut, vielleicht haben sie mittlerweile was geändert, aber... Dann kauft einen Brennpunkt-Hörerwunsch mit dem Thema Jodel, dann reden wir eine Stunde über Jodel. Meine Fresse, Alter. Die Hälfte der Fragen sind Fragen, die man eher Google fragen sollte, als fucking Jodel, wo du auch noch viel länger auf die Antwort wartest. Wobei ich aber auch sagen muss, manchmal wurde ich schon von Google enttäuscht, ja, dass ich geguckt habe, wie lange hat Rewe noch auf? Bis 22 Uhr, toll, gehe ich hin, hat zu. Ja, come on, das ist doch nicht so schlimm. Das gibt's auch. Und wenn man W. Jodel fragt, weiß jemand... W. Jodel. George W. Jodel. Oh, da haben wir es wieder, ja. Das haben die damals in Buchenwald genutzt. Ich denke auch, sie kommunizieren. Ich habe immer noch Hunger. Wann ist morgen Appell und so? Konnten die sich eigentlich krank schreiben damals? Wahrscheinlich. In den Lagern? Ja, ja, bestimmt. Ich habe heute einen Termin bei Mengele. Oh Gott. Alter. Das ist echt nicht witzig. Ja, okay, lassen wir das. Oh Mann. Ja. Gott, Alter.
habe das Gefühl, okay, wenn wir hier unten sind, werden auch wir sehr ranzig. Ja, es ist das Ranzstudio. Also Leute, oh. Oh Gott, Alter. Mann, das ist nicht witzig. Wir machen damit satirisch, humoristisch auf Missstände aufmerksam. Richtig. Und wir wollen, dass ihr beim Lachen es euch alles im Hals stecken bleibt. Genau, das Lachen soll im Hals stecken bleiben, denn auch heute gibt es noch solche Verhältnisse, wie zum Beispiel in fucking China, wo, das hatten wir auch schon berichtet, wo muslimische Frauen und auch jetzt so eine andere Subkultur, Rasse, ich weiß es nicht genau, was da... Eine Subkultur von Frauen? Ja, nee. Eine Subrasse? Ja. Ach so. Nein, es ist so eine, wie ist es denn das, Mann? Wie die Kurden bei der Türkei und so. Sind quasi irgendwie Türken, aber nicht wirklich. Ich kenne mich da, sorry, jetzt habe ich gerade bestimmt 5 Leute gleichzeitig offended, 5 Bevölkerungsgruppen. Die Uigurs oder so. Keine Ahnung, die werden halt auch wie Scheiße behandelt. Genauso wie die Moslems, die irgendwie künstlich sterilisiert werden und so. Das gibt's auch heute noch und damit machen wir jetzt damit auf aufmerksam. So, Jodel. Hiermit. Alles wieder gut gemacht. Alles wieder gut gemacht. Jodel ist scheiße, Mann. Die zweite Hälfte sind Posts. Oh, spotted. Die Schöne im Edeka an der Kasse. Spotted. Meld dich bei mir über Jodel. Jodel ist anonym. Man kann sich da nicht melden. Das ist totaler dummer Scheiß. Doch, es ging lange Zeit über Kick. Von mir aus. Aber warum schreibst du einen fucking Post, spottelt, oh, die Hübsche, da sprich die doch an. Alter, wenn die das, vor allem, wenn die das auf Jodel sieht, dann wird die sich das doch auch denken. So ein dummer Mensch sagt dann hinterher auf Jodel, dass er mich irgendwie gut findet, aber spricht mich nicht an. So eine dumme Scheiße. Der ist schon mal rausgevotet quasi, ja. Also evolutionär. Das ist so, das geht mir so auf den Sack, ey. Oh, das ist eine wichtige Meldung. Das dritte Viertel, die dritte Hälfte ist dann, was geht heute Abend? Was? Ja. Nichts, okay. Das ist alles so dumm. Bist du weh? Jodel. Oder bist du weh, hast du Kick? Ja. Das ist immer der erste Kommentar. Gibt es dieses Gatze-Ding noch oder ist das endlich ausgestorben? Nee, Gatze gibt's noch, genau, klar. Oh, und Weimar Gott, heißt Alter. YMR. Weimar. Sex heißt DLHR. Den Lörres rein hämmern oder hängen. Das ist so hängen, schlecht, man könnte sich langsam mal was Neues einfallen lassen. Machen Sie ja, wollte ich gerade sagen, eine wichtige Meldung für alle Jodel-User da draußen. Kick gibt's nämlich gar nicht mehr. Kick war immer sowas wie WhatsApp, nur ohne Nummer, dass man so ein Username hatte. Und jetzt gibt's halt bald Kick nicht mehr, weil die irgendwie insolvent sind, keine Ahnung. Deswegen wird jetzt Jodel auch aussterben. Haben die jetzt zufällig so einen fetten Lawsuit von so einem Klamottenlabel bekommen, oder? Davon gehe ich aus, tatsächlich. Ja. Klein und clever kaufen bei Kick. Toller Slogan. Bei der anderen App war es klein und clever bumsen bei Kick, oder? Richtig. Okay. Hallo. Das hat ja heute noch... Kein Ding. Ach, das Tag der offenen Tür. Tag der offenen Tür ist jedes Mal im Ranzstudio. Es ist doch ein wahres Fest. Wir haben noch vergessen, Thunberg ihre Hassrede. Ja, Thunbergs Hassrede kommen wir gleich zu. Rede ich sehr gerne drüber. Aber bevor wir... Ich habe eigentlich noch was ich ganz am Anfang hätte sagen müssen. Nämlich in dem Part, hey, wie geht's uns denn? Bevor wir in die Themen kommen. Aber wir waren ja so geschwind wieder unterwegs. Ich habe gerade Wohnungsbesichtigungen. Also bei uns zu Hause, weil wir sind eine sehr gefragte WG. Hm. Und ich muss sagen, wie zur Hölle macht man das denn? Wir haben jetzt da so ein paar Leute, ja. Hm. Und es kann ja nur einer werden. Wie ich habe jetzt Bachelor schon übelst quasi die schlechten Gefühle, wenn ich dran denke, man muss diesen Leuten absagen. Das geht ja voll auf den Charakter so. Das gehört dazu, aber es muss aber ja auch an irgendwas liegen. Es muss ja an der Person liegen. Es liegt ja nicht an dir, es liegt an mir. Es gibt ja nichts anderes, an dem es liegen kann. Es muss ja an der Person liegen, warum wir sie nicht nehmen, oder? Was kann ich mir für objektive Gründe ausdenken, damit die sich nicht so schlecht fühlen? Ey, wir haben die andere genommen, wohnt näher dran. Jetzt macht alles keinen Sinn. Die hat Körbchengröße C, das passt einfach besser. Nein, eben. Es soll ja nichts mit der Person zu tun haben. Das hatten wir ja auch schon. Ich hatte auch schon in meiner aktuellen WG auch erst, wann war das denn? Im Mai, April auch, Bewerbercasting. Und wir hatten auch so 10 Leute bei uns irgendwie, die wir eingeladen haben. Oder Alter, 10 Leute, da musst du 9 Leuten das Herz brechen. Das ist so grausam. Ja, aber auch die suchen doch noch andere Wohnungen. Ich war ja auch auf Wohnungssuche vor ein, 2 Jahren. Wir sind halt so eine geile WG. Wir haben eine geile Wohnung, wir sind geile Typen. Da wollen alle rein. Die suchen keine andere, die suchen uns. Und ein bekannter YouTuber und der Kameramann dazu noch. Alles. Und du bist mittendrin im Getue. Und da kommen manchmal so David Hein zu Besuch und im Übermensch oder solche Geschichten gehen ein und aus. Tino Rannacher kommt vom Tatort, der Bekannte. Kann ich verstehen, aber du musst diesen Apfel beißen. Also du musst dann den Leuten sagen, auch während sie da sind und ihr sprecht, dann musst du halt sagen, okay, es kommen jetzt noch so 5 Leute die nächsten Tage. Wir sagen dann Bescheid, wie es läuft, wer am meisten reinpasst. Dann können sie sich auch darauf vorbereiten. Genau. Und dann kannst du darauf vorbereiten. Wer am meisten reinpasst, das ist halt so mies, Alter. Es ist so mies. Die sind so mies, billig. Leute, ihr könnt ja mal in den Kommentaren bitte ein paar objektive Gründe reinschreiben, die ich dann verwenden könnte, wenn ich Leute Finanzkrise, absage. Sorry, das geht nicht. Welchen objektiven Grund kann man jemanden nennen, warum jemand besser ist als jemand anderes? Hey,
tut mir leid. Sorry, sie kann jetzt schneller einziehen oder so. Das kannst du halt auch nicht bringen bei Leuten, die eigentlich ist ja gerade Semesterbeginn, eigentlich wollen die ja alle sofort einziehen. So. Am besten in 3 Tagen, ne? Ja. Sorry. Fuck, Alter, das ist so richtig. Doch, also ich habe immer einfach geschrieben, ja, wir haben uns für jemand anderes entschieden, sorry. Dir viel Erfolg bei der Wohnungssuche und so, und dann war alles wieder gut. Du musst ja auch nicht jeden heiraten oder auch nicht jeden gut finden und von jedem gut gefunden werden. Das größte Dilemma ist, würde theoretisch eine kommen, aber erst so am 3. Oktober, das ist halt noch eine Weile hin. Die habe ich richtig direkt in mein Herz geschlossen. Das ist eine ganz nette, ja. Die hat auch sofort Kreisvideo bei Telegram, hat erstmal Telegram, ja. Oh. Großes Lob geht raus. Hat direkt Kreisvideo gemacht und so. Kreisvideo sind beste. Und die war halt irgendwie, die letzten 3 Jahre ist die nur rumgereist, dann hat sie noch ein Jahr jetzt in Hamburg gewohnt, in einem Hostel mit 27 Leuten gleichzeitig und so. Das ist alles sehr interessant, ja. Mhm. Und die anderen sind aber so ein bisschen jetzt Fan von einer aus Berlin, weil die ist so ein bisschen 1:1 wie Franz' Schwester. Okay. Und, also ich habe auch nichts gegen die ist eine ganz nette, aber ich hätte halt gerne die andere noch zu Besuch gehabt, aber das dauert halt noch eine Woche so. Aber und dann braucht muss ja jemanden für muss anfangen. Geld bezahlen und so, ja, ja. Um sich die Wohnung anzugucken. Und das ist halt auch so ein Ding, Alter. Und dann sagen wir, okay, nee, doch nicht. Dann hat die halt Geld bezahlt, um sich diese Wohnung anzuschauen, ey. Boah, das ist alles so mies. Aber das müssen die eingehen, das Risiko. Also ich kenne auch Leute, die kommen aus Berlin nach Weimar, um Wohnungen anzugucken. Die machen dann so eine kleine Tour, gucken sich dann so eine Woche lang Wohnungen an. Da musst du auch mal doof sein. Da musst du auch mal Arsch sein dürfen. Ich will nicht doof sein. Du bist ja nicht mal doof oder ein Arsch, aber du musst einfach auch mal sagen, okay, auch wenn sie mich jetzt hasst, aber ich muss mich für jemanden entscheiden. Das ist Teil des Erwachsenenwerdens. Andere Person, die oft für Leute doof und Arsch sind, aber sie es vielleicht eigentlich gar nicht ist, Greta Thunberg. Also noch ganz kurz dazu, ja. Denn ich habe den umgekehrten Fall, dass ich vor 1,5 Jahren ungefähr eine neue WG gesucht habe, weil ich mich in anderen nicht mehr so wohl fühlte und auch ein bisschen, die auch immer teurer wurde. Und ich hatte dann irgendwie, was waren das denn auch, so ungefähr 8 oder 7 Wohnungsbesichtigungen und auch 6 Zusagen. Okay. Und ich musste auch allen absagen. So, das war umgekehrt. Du tust mir so leid. Ja, doch. Die auch. Wollten dich alle haben. Ja, siehst du, das ist aber bist das Gleiche. Umgezogen? Du bist doch gar nicht umgezogen. Doch, oder? Ich war doch vorher beim Bauhausmuseum. Jetzt bin ich doch woanders. Ah, okay. Ich dachte, du warst schon immer da oben. Nee, erst seit einem Jahr oder so. Und da musste ich halt auch allen absagen. So. Und das ist ähnlich. Mann. Das ist das Gleiche. Oh Mann, das Gleiche. Alle wollen bei dir wohnen, nein. Robin. Oh, du Armer, du hast ja. Bewerber. Andere so haben leere Zimmer, die sie bezahlen müssen. Oh, du Armer. Das ist das Gleiche. Und dann musste ich mir auch das Herz brechen. Da war am Theater direkt so eine WG. Also echt über dem Getränkemarkt quasi. Ach, so eine 8er zufällig. Richtig, genau. Ich. Und da war das hinterste Zimmer ganz oben, so ein Minizimmer frei, ja. Für einen Haufen Kohle und ich wäre Hauptmieter gewesen. Da habe ich dann gesagt, nee Leute, ich kann nicht von 8 Leuten irgendwie die warum Mieten einsammeln. Warum kommst du da rein und bist direkt Hauptmieter? Weil der aber ausgezogen ist, der Hauptmieter. Okay. Wir wollten jetzt einen neuen, wir wollten das auch nicht übernehmen. Das ist das Gleiche, da musst du halt das Herz brechen und sagen, sorry, ich habe mich dafür entschieden, A, günstiger, B, bei euch stinkt's halt. Aber das ist eine geile Lage. Klar, es ist eine geile Lage. Auch ähnlicher Fall jetzt gerade mit meinen Bewerbungen. Ich habe auch ganz viele Zusagen bekommen, aber ich bin mit allen unzufrieden. Ach Mann. Es ist echt ein hartes Leben. So geht's mir you bei den ganzen You don't know how hard it is to be Tino Ranacher. Ja. Thunberg. Ja, wissen wir, wie hart es ist, Greta Thunberg zu sein? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, sie hat auch einen sehr, sehr hohen Druck. Ja, sie wird auf jeden Fall richtig angefeindet. Aber ich glaube, ihr Autismus könnte, oder ihr Asperger könnte ihr vielleicht dabei helfen, dass sie sowas eher ausblendet, oder? Ich weiß nicht. Naja, ich kenne mich damit nicht so aus, aber... Sie wirkt einfach allgemein sehr, sehr gesetzt so und sehr rational und das ist, dass sie es nicht an sich ranlässt irgendwie. Hm. So wirkt sie zumindest. Es kann Persönlichkeit sein, kann aber auch Teil ihres Asperger-Syndroms sein. Ich hab noch das Geilste vergessen über Trump, Mann. Oh, wir sind aber heute querbeet, Mann, weil wir im Ranz-Studio sind. Aber die große Anarchie-Sendung haben sich ja getroffen diese, richtig. Woche. Das passt ja. Also, Trump war die haben das NAFTA... bla, neu unterschrieben, was auch immer. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Also es ist ein Handelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und USA. Also ne, Nordamerika so. Hm. Heißt NAFTA, könnt ihr euch selber anschauen. Aber worum es eigentlich geht ist, die 3 sitzen da, also Trudeau, Trump und El Cartello. Ich weiß nicht, wer der aus... so heißt er. Ja, doch. Oder Rey Mysterio. Ja, aus Mexiko. Die sitzen da und müssen dann quasi 3-mal dieses Dokument unterschreiben für jeden. Ja, jeder kriegt eine Kopie. Erstmal sitzt Trump da, hat als einziger einen richtig fetten Edding am Start. Die anderen so mit einem dünnen Kuli, weißt du, unterschreiben und Trump mit einem fetten Edding. Und der Top-Post diese Woche auf Reddit war, wie Trump verkackt, seine Unterschrift zu setzen. Denn Trump hat bei dem ersten, dem Dokument von Trudeau, hat er seine Unterschrift bei Trudeau hingesetzt, seine fette. Ah. So.
Und dann geben die das so rum und Trump merkt so, oh, ich habe was falsch gemacht. Which is the one that matters? So, und Trudeau so, ja, wir kriegen alle eine Kopie davon. Ja. Und du siehst halt hinter ihm stehen auch nochmal so drei Berater, jeweils einer. Ja. Und alle gucken so runter und so, oh, und können sich das Lachen nicht verkneifen. Mhm. Und dieser Ausschnitt, so 30 Sekunden lang, der ist sehr viral gegangen diese Woche, fand ich sehr witzig. Dann und am Ende wird es dann halt hochgehalten. Mhm. Und Trudeau zeigt seins nicht hoch, weil es vielleicht ein bisschen peinlich wäre, also richtig diplomatisch, ja. Mhm. Und du siehst halt diese Unterschriften und dann die von Trump so übelst lächerlich. Ich weiß nicht, wo diese Unterschrift herkommt, wenn der Donald Trump heißt. Hm. Donald J. Trump heißt der, ne? Genau. Wofür steht das J, weißt du das? Jude. Joker? Keine Ahnung. Jude, ja. Jude. Auf jeden Fall, er hat halt eine übelst hart lange Unterschrift. Ich weiß nicht, wo er diese Buchstaben hernimmt. Und das dann fett im Edding. Er kann, großartig. Er kann vielleicht nicht schreiben, keine Ahnung. Ja, das nee, auf jeden Fall nochmal. Aber da siehst du ja auch, was für ein Mensch er ist. Also es geht ja nicht nur um seine Politik, es geht ja auch noch, dass er auch selber sehr dumm ist. Und da gab es sehr, sehr viele Vorfälle, wo er halt irgendwie den also, Edding auspackt und sich ja, bei Fotos Edding ganz vorne dieses Edding, das hinstellt. Ist ja so ein Machtding, ja. Hm. Aber dass er halt verkackt, die Unterschrift zu setzen, ich glaube, das hat er nicht mit Absicht gemacht. Wer A sagt, muss auch B gesagt haben sollen werden. Ja. Und wenn du dann so ein dicken Edding auspackst und danach noch failst und falsch unterschreibst, dann ist es schon peinlich. Ja. Nun gut, Greta jetzt aber nochmal. Greta, die hat nämlich echt sehr viel Gegenwind diese Woche bekommen und ich, also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich dann Leute verstehen kann, ich kann mir das im Internet nicht mehr geben, wenn man sich da so reinfühlt, wie, wenn die Leute... Es geht nur um Greta, ne? Nee, nicht, dass es nur um Greta geht, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe auch nicht, dass wir es Leute haben, oh, ich kann die nicht mehr sehen, die Alte, geh mir so auf den Sack. Die hat jetzt auch so ein, was ist, Nobelpreis, aber nicht wirklich, so ein Ersatz-Nobelpreis. Der alternative Nobelpreis, was auch immer. Ja. Also, okay, ist das wie AfD? Von der AfD quasi. Alternative AfD-Nobelpreis, ja. Okay. Hat Greta auch verdient. Und da habe ich halt auch wieder Kommentare gesehen, oh, was hat die denn schon geleistet? Von irgendeinem Typen, der nie was, ich kenne den halt so. Der ist halt bei der Freiwilligen Feuerwehr. That's it. Oh, nichts geleistet. So. Ja. Bei der Feuerwehr. Ja, Feuerwehr, die gehen halt saufen und Probespritzen, das war's, die haben nie einen Einsatz. Ist ja auch egal. Ich bin auch gegen die Feuerwehr. Ja. Auf jeden Fall wurde dieser kleine Ausschnitt geteilt, ich glaube auch von irgendwas ARD oder so, wie Greta sagt, how dare you, bla, wie könnt ihr es wagen, ich sollte eigentlich in der Schule sein, auf der anderen Seite des Ozeans, stattdessen bin ich hier und ich muss jetzt hier mich einsetzen, weil ihr es nicht macht und so. Genau, ihr macht nicht genug und genau. Es geht um unsere Zukunft und wie könnt ihr nur Geld hin und her schieben und so. How das dare you war halt so richtig. Dann nochmal der how Konsens. Dare you. Und dabei hatte sie so leicht verträhnte Augen und alle so, oh ja, die hat psychische Probleme, guck, wie emotional die ist und so. Und Alter, die Welt geht unter. Ja, die hat kein Problem. Passend dazu gab es auch eine neue Studie. Könnt ihr auch nachsehen. Bei BBC wurde das veröffentlicht. Dass die Klimakrise mittlerweile nochmal beschleunigt wurde. Und dass man die aktuellen Ziele verdreifachen müsste, um das überhaupt noch aufhalten zu können. So wurde da zum Beispiel jetzt festgestellt, wie gesagt, es eine Studie, gibt bestimmt auch die ein oder andere Gegenstudie, aber also ich weiß nicht, sind halt schon irgendwo Fakten, würde ich sagen. Ja, von 99, also von 100 sind es halt irgendwie 99, die sagen, wir sind am Arsch. Ja, aber die ist jetzt halt quasi nochmal ein bisschen pessimistischer, so. Mhm. Und sie sagt, seit 1850 ist die Temperatur des Planeten um 1,1 Grad gestiegen, aber davon ist es zwischen 2011 und 2015 0,2 Grad gestiegen. Und das ist halt schon relativ schnell. Ähnlich beim Wasseranstieg. Der Meeresspiegel ist seit 1993 pro Jahr im Schnitt 3,2 Millimeter angestiegen. Aber von 2014 bis 2019 waren es schon 5 Millimeter pro Jahr. Das heißt, alle zwei Jahre 1 Zentimeter. Das klingt vielleicht erstmal wenig, aber das sind ja auf 100 Jahre 50 Zentimeter. Und es ist ja eine Exponentialkurve. Es wird ja eher immer richtig, schneller als richtig. Weniger. Und das bedeutet, wir brauchen gar nichts weiter machen. Endlich ist bald Holland tot. Wollte ich gerade sagen, hat ja nicht nur Nachteile, der Klimawandel. Ja. Was fällt noch weg? Ich glaube, Tokio ist dann komplett raus. Das fände ich ein bisschen schade. Tokio ist auch relativ niedrig. Die sind ja eh verstrahlt, oder? Gibt es nicht irgendwie, ich glaube, in Kroatien oder so gibt es ganz viele. Nee, war es Kroatien? Ich muss dir sagen, es gibt ganz viele, die unter dem Meeresspiegel liegen, wenn da einmal so reinschwappt. Ich muss dir sagen, wenn es mich nicht betrifft, bin ich ja gar nicht so betroffen irgendwie. Ach so, Weisheit des Tages. Wenn es mich nicht betrifft, bin ich gar nicht so betroffen. Ja, ist glaube ich auch ein Song von Rio Reiser oder so. Ach so. Wenn es dich betrifft, dann bist du halt betroffen. Ja, also, weiß nicht, ich bin da nicht so, gebe mich nichts an, ich bin eh tot irgendwann. Hm. Dann ist es halt so. Ja, scheiß auf unsere Kinder. So müssen wir alle denken, ja. Ja. Auch Greta stirbt irgendwann mal. Ja. Ich wünsche es ihr nicht, aber es wird passieren. Also ein bisschen nihilistisch kann man das schon denken, aber das ist halt, es ist schon ein Bastard-Move.
Also man kann ja sagen, hey, in 50 Millionen Jahren oder so, wenn die Sonne verglüht, na gut, in 50 Millionen wahrscheinlich noch nicht, aber früher oder später ist der Planet halt eh hinüber. Das aber vielleicht können wir die Zeit ja so lange rauszögern, dass wir bis dahin wirklich einen anderen besiedeln, was weiß ich. Also es ist nicht unmöglich, dass die Menschheit irgendwie, aber irgendwann wird ja auch das Universum, das ist halt dieser nihilistische Ansatz. Alles fällt mir auseinander und nichts hat Bedeutung letztendlich. Also in ich weiß nicht wie viele Trilliarden Jahre, aber irgendwann ist ja irgendwie jede Energie im Universum irgendwie weg. Alles verpufft mal. Ja. Das Universum bricht auseinander in irgendwie ein paar Milliarden Jahren. Das ist auch so. Aber da sprechen wir im nächsten Hörerwunsch. Wollte ich auch gerade überleiten dazu, dass wir den Brennpunkt Hörerwunsch haben am Mittwoch. Und da könnt ihr uns philosophieren hören über die Existenz, Leben nach dem Tod und so. Ja. Und gerade dieser Gedanke des ausbreitenden Universums finde ich da sehr relevant. Aber egal. Sprechen wir weiter über Themen, die Woche die Welt bewegt haben. Die Bundesregierung hat nämlich einen Beschluss im Zuge dessen. Klimapaket. Mhm. Klimapaket. Trending Hashtag auf Twitter. Hashtag nicht mein Klimapaket. Alle waren sehr unzufrieden. Ein Paketchen ist das geworden. Ja, der Konsens war so ein bisschen, vor 30 Jahren wäre das revolutionär gewesen. Heutzutage ist das ein Fliegenschiss. Wir hängen halt hinterher mit allem. Ja, und da auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Brennpunkt schon angesprochen hatte. Doch, glaube ich, beim letzten Mal, oder? Mit der Dividende. Dass, wenn man diese CO2-Steuer, die geht ja dem armen kleinen Mann auf den Sack, so. Wenn man es aber so macht, dass man, wenn man unter dem deutschen Durchschnitt liegt, Geld zurückbekommt, also Dividende, der Schnitt ist jetzt bei 10 Tonnen zum Beispiel. Alle, die mehr verdienen, mehr verbrauchen, ach so, die müssen ja hart bezahlen, und alle, die weniger verbrauchen. Ich habe zum Beispiel gestern nochmal im Stream ausgerechnet, ich habe 4,38 ohne meine Flüge, und mit Flügen waren es dann irgendwie, weiß ich nicht, 6. Ja, die musst du schon mit reinrechnen. Ja, ja, also ich habe nur geguckt, wie viel das ausmacht. Das war der Gedanke dabei. 8 Flugstunden waren das, was echt wenig ist. 8 Flugstunden, überleg mal. Ja, also ich würde dann sehr viel Geld kriegen, einfach nur durch nichts tun. Geil, oder? Wie kann man das denn ausrechnen? Was ausrechnen? Na, dein CO2-Bilanz. Machst du halt, wie viele wohnen bei dir, was hast du für ein Haus, saniert, was ist dein Stromverbrauch, was ist deine Ernährung, hast du ein Auto, benutzt du öffentliche Verkehrsmittel? Ja, da bist du ja so als vegetarisch, vegan lebender Mensch und einer, der wie ich noch nie geflogen ist in seinem Life, so schon relativ gut dabei. Ich bin schon geflogen, aber ja. Also wie ich sage ich ja. Achso. Stell dir auch mich gerade im Mittelpunkt. Ja, und wenn das, ich weiß nicht, ob das dann monatlich ausgezahlt werden würde oder jährlich. Das muss ja auch überprüft werden, ja. Wer kann überprüfen, dass du vegan bist und dass du nicht fliegst und dass du. Ja, ist halt die Frage. Das muss man irgendwie angeben, aber. Da kommt dann wahrscheinlich wieder, oh, ihr Ökofaschisten, ihr wollt uns überwachen und so. Aber klar, sowas wie Flugreisen und so, das kannst du halt schon, ne? Was weiß ich, vielleicht musst du dann wirklich deinen Einkauf, das verstehe ich schon, dass das nicht geil ist, wenn du deinen Einkauf irgendwie offenlegen musst oder so ein Scheiß. Aber im Grunde wäre es doch eine Idee, die das attraktiver machen würde, CO2 zu besteuern, beziehungsweise als Dividende eine CO2-Abgabe, dass dann die Leute sogar Geld bekommen, die einfach klimafreundlich leben. Und das, so, da kann sich ja keiner mehr beschweren. So. Da hast du auch dieses Bild davon, von diesem Sicherheit- und Freiheitsgedanken. So, wenn du Sicherheit hast, hast du keine Freiheit. Wenn du Freiheit hast, hast du keine Sicherheit. So hast du es halt dann hier eben auch. Du kannst halt nicht alles perfektionieren auf der Welt, ohne auch dich irgendwie einzuschränken. Ja, aber man muss halt, irgendwo muss man zurücktreten. Ne? Sehe ich ja genauso. Deswegen ich ja auch sage, dass man links und rechts nicht vergleichen kann. Nur gut. Ich sag's nur. Aber noch eine ganz große, wichtige Meldung. Ja. Ich würde sogar sagen, die relevanteste der Woche. Tic-Tac-Toe feiern ihr Comeback. Tic-Tac-Toe, meine Kindheitshelden. Ich habe die gehört als Kind und ich wusste nicht, was, worüber die so singen. Ja. Haben die sich nicht angebieft irgendwie am Übelst. Ende? Ja, genau. Die haben das sich, hält doch sich nicht. Zerstritten. Hält das länger es als Es gab klar? ein Comeback noch. Später, 2005, kam Spiegel. Ein großartiger Song und keine Ahnung, auch so eine Single. Okay. Und dann gab es noch einen Streit. Und jetzt kommen sie zurück. Yay. Aber das Manko ist. Die sind alt, die will keiner mehr sehen. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt sind. Aber die 40 sind die bestimmt. Bestimmt, mindestens. Sie hatten ja, als sie sich zum ersten Mal getrennt hatten, weitergemacht als Tic-Tac-Toe quasi. Und mit einer neuen drin, die ja nicht mehr ursprünglich drin war. Ich glaube, die. Wie hießen die? Ich glaub, die raus ist. Moderatorin. Genau, ist die raus. Lockige, die ein bisschen die wurde, Intelligenzferne. Ja, die wurde relativ witzig von, ich glaube, Anke Engelke. Sehr gut, ja. Pop, 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 Sofa. Genau. Genau, und jedenfalls, dann gab es dieses Comeback mit Spiegel und jetzt kommt ein neues Comeback. Und es ist nur bekannt, dass sie zurückkommen, aber nicht unter welcher Besetzung. Oh. Und ich bin sehr, sehr gehypt und sehr gespannt. Wow, da wird die Welt aber diese Woche den Atem anhalten, du. Die ganze Welt, echt, ich liebe Tic-Tac-Toe. Das ist auch mein Karaoke-Song. Okay. Wenn Karaoke läuft, mache ich Finde scheiße. Okay.
Gibt's noch, verpiss dich gibt's noch, leck mich am AA, leck mich genau. am BB. Du hast den schönsten, Mr. Wichtig. Hey, Mr. Wichtig, du checkst ja wohl nicht richtig. Ist auch sexistisch, aber aus der anderen Sichtweise. Finde ich voll in Ordnung. Jeder ich hat auch. Recht, sexistisch zu sein. Und es gibt eine lustige Geschichte. Ich war 5 Jahre, war mit meiner Mutter in der Kirche zu Weihnachten. Und jeden Tag Tic-Tac-Toe gehört. Naja, es war halt meine Phase, so. Da war ich so, weiß in nicht, der Kirche. 4, 5 Jahre. Ne, pass auf. In der Kirche haben die irgendeinen Scheiß gesungen, ja, so Hare Krishna, keine Ahnung, was die da singen, ist lange, Hare Krishna, lange her, genau. Ja. Und dann fragt irgendwie die Pfarrerin irgendwie, und damals war es noch der Pfarrer, haben Sie einen Vorschlag, was wir jetzt als nächstes singen können, was ja ungewöhnlich ist, aber hat sie gemacht, oder er damals noch. Da habe ich dann runtergerufen, ich will Tic-Tac-Toe, ich will die Scheiße singen. Da hat meine Mutter mir den Mund zugehalten, ist mit mir aus der Küche raus. Hat dir die Mutter den Mund zugehalten, damit der Pfarrer dich nicht vergewaltigen kann? Richtig. Okay. Damit ich mal aufhören kann zu blasen. Ja. Und dann bin ich halt raus und dann hat meine Mutter sich totgelacht mit mir zusammen. Ach so, oh, schön. Das war sehr schön. Das ist immer noch, wie alt warst du da? 4 oder 5. Okay. Das ist immer noch so eine Family-Story, die erzählt wird immer. Sweet. Tino, der große Tic-Tac-Toe-Fan, der Tic-Tac-Toe in die Kirche einführen wollte. Also ich finde dieses Spiel besser als die Band und das Spiel ist mega scheiße. Das ist eine freche Aussage. Ja. Weil ich finde die Musik sehr gut. Also, ich kann die auch ironisch feiern, aber. Also auch unironisch. Gut nee. Ja, ich muss sagen, ihre Texte sind auch so ein bisschen, also sehr einfach. Ja. Auch von der Reimstruktur her, das stimmt. Mhm. Aber so diese starken Frauen, so, halt, ich finde die scheiße. Nee, weißt du, was es ist? Es sind halt, alle Lieder sind im Grunde Kinderlieder. Es sind halt nicht unbedingt Kindertexte, aber die Melodie, das ist immer wie so ein typisches Kinderlied. Und das. Auch ein Funfact. Es ist richtig, es ist richtig. Heute gehen wir in die Schule und wir sind toll. Aber die erfolgreichste Girlband Deutschlands tatsächlich. Ja, das ist nicht schwer, oder? Naja. Na gut. No Angels gab es noch, doch. Spice Girls, die sind noch nicht deutsch. Ach stimmt, ja. No Angels, wie waren denn? Es gab noch so Broses, nee, wie heißt das? Die waren ja nur halb. Es gab nur eine deutsche, Nicht Spice Girls, nicht No Angels. Ja. Us5 auch nicht, nee, warte. Das waren auch Typen. Ja, ist ja die gab es noch. Ja, die eine, genau. Ja, klar. Nee, und weiß nicht. Und die hat auch den gleichen Produzenten wie Falco, was man auch hört. Tic-Tac-Toe und Falco in den 90ern. Ja. Sehr, sehr spannend. Also für die Musikliebhaber, hört mal Out of the Dark von Falco und die Tic-Tac-Toe-Alben. Die Musikliebhaber können sich jetzt mal kurz verpissen. Zurück zu den Serien- und Filmliebhabern. Hast du Breaking Bad geschaut? Nein. Nein. Aber es gibt einen Film. Ja, jetzt. El Camino kommt raus. Das Internet steht Kopf. Ich habe auch Bock, muss ich sagen. Breaking Bad fand ich richtig gut. Ich weiß, dass Breaking Bad objektiv wahrscheinlich eine 10 von 10 Serie einfach ist. Aber sie ist halt so ein bisschen angestaubt für mich. Wahrscheinlich liegt es daran, dass fast alle Figuren alte Männer sind, die da mitspielen. Fast alle Hauptfiguren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt es so ein bisschen altbacken. Jesse Pinkman ist aber geil und der ist die Hauptrolle in El Camino, dem neuen Breaking Bad Film. Das ist der Jüngere von den beiden. Es gibt diesen Lehrer, der Meth herstellt und es gibt dann den Jungen. Jesse Pinkman sollte ursprünglich in der ersten Staffel schon sterben, aber der war dann so ein Fanfavorit, dass er überlebt. Ach, das freut mich auch. Nee, mir war die Serie irgendwie immer zu mainstreamig und alle haben das gefeiert. Und, und ich bin jemand, ich kann das nicht. Drecks Hipster, Alter. Ich glaube eher, dass Hipster alle das gesehen haben. Oh, deswegen magst du die AfD nicht, weil die Mainstream ist mittlerweile. Eben, richtig. Das ist eine Volkspartei. Ist mir doch egal. Oder wie heißt die andere Serie? Game of Thrones. Ja. Habe ich nur die erste Folge, ist halt auch Folge mega gesehen. Gut. Weil auch selbst da, die schlechten Folgen sind noch gut. Also die erste war so langweilig. Ich weiß, man muss ein bisschen drinbleiben. Ich kenne die ganzen Staffel Argumente. Bis zum Ende und dann. Aber nee, das war mir. Wenn es mich nicht gleich abholt, dann ist es für mich Zeitverschwendung. Dann bin ich raus. Das haben die Juden auch damals. Gott, Alter. Nur hatten die keine Wahl. Wir lassen das. Wir machen nur darauf aufmerksam. In China gibt es immer noch Konzentrationslager und kein Schwein interessiert's. Aber wenn man hier einen Witz über Juden macht vor 80 Jahren, dann Schlag an die Hoden. Gut, apropos Volkspartei. Philipp Amthor hat jetzt Instagram. Folgst du schon? Ich folge. Nicht mehr. Ich bin so vorangeschritten, ich folge ihm nicht mehr. Ach so. Ich habe ihm schon gefolgt, aber dann kamen alle und. Ich bin halt echt nicht so beeindruckt von dem Stuff, der da kommt. Aber was posteten er so? Ja, es sind halt mehr so Fotos, wo er dann irgendwelche Leute verlinkt. Es sind halt fast nur Handshake-Fotos im Grunde. Hm. Ich gebe hier diesem Politiker die Hand und hier ist eine alte Oma, die ich jetzt beglücke. Ja, ist ein bisschen dumm. Und Gurkensohn, der große, große Gurkensohn, der war bewusstlos diese Woche. Im Livestream. Ist das der die Ritters interviewt hat? Genau, ja. Okay.
Der ist toller Typ gewesen im Stream. Der hat sich irgendwie so in Rage geredet, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Tag der offenen Tür. Das ist so behindert, Alter, ohne Spaß. Ich latsch diesen Laden jetzt. Drecks Ranz, da ist man schon im Ranzstudio, ne? Ranzstein. Auf jeden Fall, Gurkensohn war bewusstlos irgendwie für 5 Minuten. Hat mit seinem Freund da, irgendwie sein Ehrenfan heißt er, hat er zusammen gestreamt. Und der Ehrenfan hat halt wahrscheinlich gedacht, dass das Beschiss ist, was da gerade passiert. Also, dass das nicht wirklich echt ist. Und hat halt nicht einen Krankenwagen gerufen oder so. Mhm. Und nach 5 Minuten wird halt der Gurkensohn wieder wach und spuckt erstmal oder hustet erstmal so einen übelsten Wasserschwall raus. Das war ganz, ganz seltsam. Also er hat im Grunde gespuckt, aber sehr viel. Also er hat sich in Rage geredet und war dann ohnmächtig. Ja, ist sehr absurd. Der hat ja halt, soweit ich weiß, wirklich Autismus, auch wenn er irgendwie immer spielerisch damit Autismus umgeht. Hat er? Ich glaube. Er hat halt irgendwie gesagt, mein Autismus habe ich besonders kicken lassen und deswegen war ich... Das sagen noch viele. Man wird aus dem, ja, ich weiß, man wird aus dem nicht hundertprozentig schlau, aber... Also ich komme ja so ein bisschen aus beruflich aus dieser Richtung. Ja. Und ich habe mir den Gurkensohn auch angesehen. Mhm. Er wirkt auf mich nicht sehr autistisch. Okay. Er wirkt auf mich vieles anderes, aber nicht autistisch. Was aber wirkt er denn auf dich? Intelligenz gemindert, auf jeden Fall. Okay. Ist auch nur eine ich darf auch keine Diagnosen stellen. Ich bin ja jetzt Therapeut schon, aber ich kann jetzt keine Diagnosen stellen. Ich darf nur dann die Therapien durchführen. Aber ich weiß nicht. Er wirkt auf mich einfach ein bisschen dumm, dümmlich, denkt nicht nach, was er so erzählt und würde gern mehr sein, als er ist. Da ist jetzt nicht so eine, da ist jetzt keine Diagnose, würdest du sagen. Also nee, das will ich auch nicht machen gerade. Ich will auch keine Diagnose stellen, aber Autismus hat mir ein bisschen weit hergeholt. Okay. Was ich bisher gesehen habe, ich bin nicht sein Arzt, vielleicht hat er ja auch Autismus oder keine Ahnung, aber das kam mir nicht so vor. Hm. Ist jetzt eine überraschende Diagnose. Wenn ich jetzt Gewitter im Kopf sehe, kann ich sagen, okay, der hat Tourette. Alter, Tino, dafür muss man studieren, ja? Richtig. Ey, das will ich auch. Ich will auch so allwissend sein wie aber, du. Aber Autismus ist ja auch nicht so einfach ersichtlich. Ja. Man sieht es dir ja auch nicht an, dass du Autist bist. Was man mir aber hoffentlich ansieht, ist meine Freude über The Last of Us 2. Kannst du uns nochmal kurz zusammenfassen, worum es in Last of Us 1 ging? Es geht um den letzten von uns quasi. Ja. So, es war eine Gruppe Teenager, die mit dem Bus quasi durch den Wald fahren und dann da irgendwie stecken bleiben und müssen sich dann durch den Wald kämpfen und einer überlebt nur von den Ganzen. Genau, und The Last of Us wurde ja auch sehr gelobt für seine Story. Genau. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal 1-2 Eckpfeiler uns geben. Eben diese, also da gibt es diesen Plot-Twist, dass der Busfahrer quasi gleichzeitig die Mutter ist von der Hauptfigur und nur diesen Busjob angenommen hat, um halt ihrer Tochter nahe zu sein und aber dann ist sie ja durchgedreht auf einmal, weil dann gab es einen Vaterschaftstest. Ja. Dann war es halt doch nicht der ursprüngliche Vater, sondern dann war es halt Bigfoot und den sie im Wald getroffen haben. Das ist ein Fass mit 38 Böden. Richtig. Ja, Hammer. Mindestens. Und ja, dann war das halt alles sehr, sehr kritisch und dann ist die Mutter gestorben an Autismus. Und dann kam Gurkensohn um die Ecke und hat geschlafen. Genau, und dann gab es halt diesen to be continued und jetzt kommt halt Teil 2. Endlich. Ja, in The Last of Us ging es ja, wie Tino schon richtig gesagt hat, um Ellie und Joel, die eine Reise quer durch Amerika machen in einer dystopischen Zukunft, in einer apokalyptischen Zukunft, wo es Infizierte gibt, keine Zombies, sondern Infizierte. Und zwar war ich gar nicht weit weg. Von einem tatsächlichen Virus, beziehungsweise Parasiten, den es auch in Wirklichkeit gibt, der aber nur, ich glaube, irgendwie Kleintiere befällt, das Hirn auflutscht. So ein Pilz ist das, genau. So ein Pilz, der lutscht dann das Hirn auf und steuert diese Tiere dann. Also es gibt es in echt. Hab ich schon gehört, und in dieser Dystopie, in dieser Apokalypse wird der Mensch davon befallen. Und Ellie ist eventuell der Schlüssel für ein Gegenmittel. Und so müssen sie quer durchs Land reisen, auf einem Roadtrip sondergleichen. Weshalb? Weil sie immun ist. Softer Spoiler, aber das erfährt man relativ früh. Okay. Sie kann halt gebissen werden von diesen Zombies, ohne selber einer zu werden. Ist auch passiert wahrscheinlich, oder? Ist auch passiert in sie ist gebissen worden, ja. Hör jetzt auf zu spoilern. So, und jetzt kommt endlich der nächste Teil und der neueste Trailer dazu, der finale Trailer wahrscheinlich. Na, kommt vielleicht bei öffentlich noch einer. Und das Release-Datum sind bekannt. Und zwar, ich weiß es gerade gar nicht. Scheiße, ich habe es vergessen aufzuschreiben. Danke. Ich glaube, 20. Februar oder so in dem Dreh. 20.02.2020 klingt auch gut, oder? Ja, ja. Klingt richtig. Sagen wir einfach, dass es da war. Also so in dem Dreh. Und es gibt einen neuen Trailer. Ellie ist jetzt um die 18, würde ich sagen, mittlerweile. Vielleicht auch 20. Mhm. In dem Spiel davor war sie 14.
Und großartig. Das verrät ja auch schon einiges, so ein Trailer, auch wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast. Ich muss auch sagen, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen haben solltet, schaut ihn vielleicht lieber nicht, weil er ist schon, ich finde es relativ spoilerig, was da gezeigt wird. Das ist schon diese Tatsache. Ich habe es halt echt nicht gespielt, ich kenne es überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt das schon höre, dann ist auch klar, dass sie es nicht geschafft haben und dass es jetzt weitergeht. Oder dass irgendwas schief ging und sie immer noch jetzt sich auf den Weg machen muss. Oder sowas in der Art. Es kann ja sein, dass alles ganz anders ist, als du denkst, Tino. Das ist nur es ist auf jeden Fall, warum ich es überhaupt erwähne. Erstmal natürlich, weil das Internet durchdreht, aber auch für mich persönlich ist es einfach eins der besten Spiele aller Zeiten. Besonders, also ich glaube, Dragon's Dogma, wann kam das raus? 2012 und 2013 kam The Last of Us raus und seitdem kam für mich noch kein besseres Spiel raus. Hm. Das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her, fast 7 bald. Dazwischen kam Red Dead Redemption. Das ist auf meiner 8. Ich habe auch mit den Spaß gemacht, meine Top 10 hier jetzt mal zusammenzustellen, weil dann kann ich Metal Gear Solid 3 noch mal erwähnen. Das ist nämlich auf Platz 1. Do it. Dann haben wir auf Platz 2 GTA San Andreas. Gehe ich mit. Ich habe natürlich für mich die Regel festgelegt, nur ein Spiel pro Reihe. Also GTA 5 und so finde ich natürlich auch geil, aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, San Andreas. Dann habe ich aktuell Dragon's Dogma auf der 3. Das kann natürlich ein bisschen schwanken, aber Dragon's Dogma ist sehr, sehr... Ich habe es vergessen zu verändern. Ist egal. Dragon's Dogma auf der 3. Und Skate auf der 4. Skate ist natürlich einfach das beste Skate-Spiel, was je gemacht wurde. Das allererste Skate. Das machst du voll falsch rum. Du musst eigentlich mit dem obersten Platz anfangen. 5. Also mit dem untersten Ja, ist egal. Die sind alle geil. Alle sind gehypt. Wer ist Platz 5? Wer ist gehypt? The Last of Us ist auf jeden Fall Platz 5. Ein richtig gutes Spiel. Auf Platz 6 haben wir Final Fantasy 10. Auf Platz 7 haben wir Half-Life 2. Mhm. Auf Platz 8, wie bereits erwähnt, Red Dead Redemption 2, das jüngste Spiel in dieser Liste. Auf Platz 9 ein Underdog, den kaum einer kennt, Second Sight. Da kann man einen psychokinetischen Supertypen spielen und dann reißt man in die Vergangenheit und Twists and Turns, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Und auf Platz 10 haben wir Uncharted 4 wahrscheinlich, obwohl ich Uncharted 2 auch geil finde. Aber eigentlich fühle ich mich nicht so ganz wohl dabei, das reinzunehmen, weil Uncharted und The Last of Us sind sich relativ ähnlich. Zufällig oder spielen die im gleichen Universum? Sind einfach im selben Entwickler. Ach so. Ja. Spielen vielleicht auch im selben Universum, weiß ich gar nicht. Doch, ich hab mir mal so doch, ja, warte, pass auf, in Uncharted 3 gibt es ein Easter Egg, das kam nämlich raus, 2010, glaube ich, oder 2011, und in diesem Easter Egg wird schon über diesen Pilz berichtet, der dann in The Last of Us ausbricht. Ach so, siehste. Ja. Ich habe mal so ein Let's Play gesehen von Portal irgendwie, wo die irgendwie ganz schnell spielen konnten, also es war so, wie heißt denn das, wenn die ganz schnell spielen? Speedrun, genau. Ja. Und es kam ja so lang vor, dass ich mir dachte, Alter, ey, wenn ich das echt spielen würde, würde ich ja Millionen Jahre daran sitzen. Aber wirklich Portal 1. Naja, die haben so mit so Portalen geschossen. Ja. Ja, weil Portal 1 ist so schon irgendwie nur 1,5 Stunden lang. Echt? Ja. Das waren unendlich Level und auch so schwer. Und die waren so schnell da drin, haben irgendwie schon gewusst, was passieren wird als nächstes. Aber Portal ist schon geil, kann ich auch nur empfehlen. Wir haben noch ganz wichtig übrigens vergessen, dass... Ja, wir haben noch 7 Minuten. Richtig, die Zwangspause vom Supreme Court. Ja, die wurde als unrechtmäßig geholt, ne? Und Boris Johnson Da war noch in England so, hat gesagt, hier, wir lösen jetzt das Parlament auf, jetzt zwangsläufig steigt ins Flugzeug, landet in den USA, glaube ich, und während der Landung gab es schon die Meldung, dass das nicht klappt. Ja, der Oberstgerichtshof hat beschlossen, nee, ist nicht korrekt. Ja. Und dann gab es ja die erste Sitzung wieder. Und ich habe mir da Ausschnitte von angeschaut. Nicht Order. Die haben sich richtig angeschrien, Alter. Ja. Da war richtig der eine Typ, der irgendwie das auch beantragt hat, der hat halt nicht gesagt, ja, sorry, bisschen doof gelaufen, sondern hat gleich gesagt, ja, hier ist halt direkt in Angriff gegangen. Mhm. Und dann kam halt die Gegenseite wieder, kein Wort von dem, was du jetzt hier gesagt hast, zeugt irgendwie von Scham oder von Reue oder so. Das geht gar nicht, unter aller Sau. Also haben sich richtig angepflegt, fand ich richtig gut. Die haben auch ein geileres Parlament als wir, ne? Die sitzen sich ganz nah und stehen dann immer so auf einmal so und dann setzen sich wieder hin und ich sehe es genauso und dann... Aber viel kleiner, das ist halt übelst. Sehr klein und sehr chaotisch irgendwie. Ja. Aber ich finde es viel lustiger. Ja. Ich habe es auch aufgeschrieben. Ich habe auch aufgeschrieben, dass Jeff Bezos, kennt man Jeff Bezos? Nö. Ich weiß nicht, wie er perfekt ausgesprochen wird. Ist ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Schwede oder so ursprünglich. Ich weiß es nicht. Der Chef von Amazon, kennst du nicht? Wie gehört es irgendwie der drittreichste Mann der Welt? Sollte man vielleicht mal von gehört haben. Ich glaube, es ist sogar der reichste. Also ich Bill Gates. Nee, der ist auf der 2. Es kann sein, dass Jeff auf der 1 ist. Ich weiß es gar nicht genau. Okay. Schaut mal nach. Und er hat jetzt einen Plan, wie er den Klimawandel challengen will. Da muss man jetzt sagen,
Amazon. Da bin ich aber sehr gespannt, was Amazon dafür. Ja, Amazon Lösungen an sich hat. Ist jetzt nicht der geilste Schuppen, wahrscheinlich. Nutzt mal den Affiliate-Link in der Videobeschreibung, wenn ihr eh bei Amazon bestellt. Aber trotzdem, das ist ja auch wie zu sagen, irgendwie Greta ist scheiße, weil sie eine Plastikflasche verwendet. Mhm. So. Man muss es ja trotzdem loben, wenn jetzt hier irgendwie ein Plan steht und so eine Person, wenn die Politik schon nichts macht, dass dann irgendwie der reichste Mann oder drittreichste oder so, dass der irgendwie was in die Wege leiten will. Auf jeden Fall will er die Ziele von dem Paris-Abkommen treffen, und zwar 10 Jahre früher. Er möchte 80% der Amazon-Energie benutzen, aus erneuerbaren Energien nutzen bis 2024, und er möchte bis 2030 zu Zero Emissions Trends formen, also CO2. Das ist aber unrealistisch. Das klingt so ein bisschen so wie der Anti-Trump, so ein bisschen. Sehr hoch pokern. Es ist erstmal, also wie gesagt, es ist halt dieses Plastikflaschending. Ich finde, man muss es jetzt erstmal loben und es irgendwie gut finden. Aber sind denn Glasflaschen so viel besser? Das hat ja vielleicht eine Signalwirkung. Was sind denn Glasflaschen so viel besser? Die sind nicht aus Plastik. Plastik ist auf jeden Fall nicht so gut. Ja, aber Glas bei der Produktion ist ja auch voll aufwendig. So der Druck, der... Ja, aber die kann ja immer wieder verwendet werden. Das ist ja der Punkt. Und Plastik, ja. Weiß ich nicht, es wird wieder eingeschmolzen und muss dann neu irgendwie zu Plastik machen. Ähnlich. Na, die dürfen nur nicht im Meer landen. Ja, auch. Wie dem auch sei. Also erstmal ist es doch schön, dass da jemand irgendwie... Ne? Schreibt es in die Kommentare. Sind Glasflaschen besser als Plastikflaschen? Und gebt einen Daumen nach oben. Glas kannst du immer wieder verwenden. Glocke benutzen. Du willst doch nicht eine Plastikflasche. Ich merke auch, ich habe keinen Geschmack, ja. Ich kann das weiß so. Ich. spätestens ab dem Judelwitz. Ich habe keinen Geschmack und selbst ich merke einen Unterschied zwischen Sprite aus der Glasflasche und der Plastikflasche. So. Mhm. Du merkst halt, dass so ein bisschen von dem Material da irgendwie abgeht oder dass es irgendwie den Geschmack verändert, dass es irgendwie so ein bisschen muffiger wird. Irgendwie. Aber nur minimal. Aber das Ding ist, dass man halt jeden Tag aus Plastikflaschen trinkt, dass man dann dieses Mikroplastik in sich drin trägt. Das ist auch nicht schön. Richtig eklig. Aber auch Glas. Selbst beim Glas kommen gewisse kleine Artikel mit ins Getränk. Und dann hast du auch ein bisschen Glas im Körper. Artikelbeschleuniger, danke Amadeus. Wir müssen jetzt wirklich die Woche zusammenfassen. Wir haben nur noch 3 Minuten. Was geben wir der Woche? Impeachment ist groß, finde ich. Auch wenn wir es vielleicht nicht so ganz dargestellt haben, aber es ist erstmal groß. Ist ein Riesending, weil das nicht bei allen passiert ist bisher. Ja, und ich calle, dass es natürlich nichts bringt, aber trotzdem ist es erstmal auch hier vielleicht eine Signalwirkung. Mhm. Man darf halt nicht dem Präsidenten alles durchgehen lassen. Nein, aber auch Thunberg, wie sie sich verhalten hat und ihre Brandrede, fand ich sehr mutig. Ja. Und ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, wo ich die Reden hörte. Du als Schauspieler, hat sie das geschauspielt? Haben nämlich viele gesagt. Ich habe es nicht so genau betrachtet, aber es wirkte jetzt nicht wie, ich heule jetzt, damit ich Aufmerksamkeit kriege. Im Gegenteil, ja. Es wirkte... Sie hat ja genug Aufmerksamkeit, also ich glaube nicht, dass es da des Heulens bedarf. Das ist schon ihr Herzensthema irgendwie, dass sie halt die Schule schwänzt und anfangs alleine da... Schule schwänzen aus Leidenschaft. Erstens Greta das. Thunberg. Und zweitens alleine vor dem Parlament sitzen und heute sind es halt Millionen. Ja. Ich glaube schon, dass es ihr wichtig ist und sie ist auch so eine... Meinst du wirklich? Doch. Dass es ihr wichtig ist? Ich denke auch. Okay. Ist nicht nur so AG-mäßig, es ist, okay. Ist halt echt so, sie hat Bock drauf irgendwie. Okay. Deswegen... Ich glaube, die Greta, die mag diesen Umweltschutz. Ich so ja, ich werfe jetzt mal eine 7 in den Raum. Also ich auch gerade im Kopf, okay. Eine 7 tatsächlich. Also eher würde ich eine Runde 7. Zur 6 tendieren, aber The Last of Us ist halt wirklich meine Hoffnung auf und ein richtig geiles Spiel. Und Tic-Tac-Toe, ja. Ah, Tic-Tac-Toe. Auch eine Anekdote, dass die Plattenfirma den Song umschreiben wollte. Welchen jetzt? Ich finde die scheiße. Und da kam so eine Frau in die Sitzung und sagte... Das haben die Schlümpfe gemacht. Ich finde dich klasse. So richtig klick, klick, klick. Voller Spoiler, genau das war der Vorschlag der Plattenfirma. Ach du Scheiße. Kann man denn nicht lieber singen, ich finde dich klasse? Oh Gott. Dann Tic-Tac-Toe gesagt, nee, die Idee finden wir scheiße. Und dann kam halt dann doch, ich finde dich scheiße. Okay. Dann als kleinen Rausschmeißer vielleicht nochmal Werbung, dann Right. Hast du Haus des kleinen Geldes gesehen von Lidl? So eine Werbung. Nein. Also es gibt Haus des Geldes, das ist eine Serie. Das sind noch mehrere Serien, die da verarscht werden, Dark und so. Also das ist, wir hatten ja auch neulich das mit den Männer sind scheiße und so von Edeka. Aber das ist Werbung richtig gemacht. Ja. Da muss ich Lidl an dieser Stelle mal loben. Ohne Diskriminierung, das geht auch. Ja, ich gehe trotzdem nicht hin. Ich wüsste nicht mal gerade, wo ein Lidl ist, ehrlich gesagt. Doch, ich wüsste einen, aber da ist so wenig Auswahl, da gehe ich auch nicht hin. Die sind sehr günstig, das stimmt, aber das ist halt erst so für Omas und Opas, so Rentnerchen. So ist die Werbung auf jeden Fall nicht aufgemacht. Ja, aber die keinen großen Wert drauf legen, was die jetzt genau kaufen. Da gibt es halt von allem nur einen Artikel oder nur eine Marke irgendwie. Okay. Ich bin ja dann doch sehr wählerisch. Ist das eine Lidl-Hausmarke, die billig ist? Vielleicht sollte ich doch mal zum Lidl gucken. Doch.
Stuart Lidl, kennst du den? Stuart Lidl, genau. So eine Maus, die genau einkaufen geht. Richtig. So, mit diesem Rausschmeißerwitz machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Es war ein Fest. Hört mehr Tic-Tac-Toe bei Spotify. Nein. Doch, das ist die. Doch, die sind ja auch optimistisch. Wie heißt die Miriam, ne? Wer? Na, die Dumme da. Nein. Maya. Ich glaube, das war was mit M. Popsofa. Wie hieß es denn? Popsofa. Popsofa mit Maya. Oh Mann. Maya Hi, Maya Ho. Die eine hieß Lee. Die andere hieß Jess oder Jessie. Und die Musik ist zu laut, ich kann diesen Bullshit nicht mehr hören. Wie heißt die denn verdammt nochmal? Popsofa. Nadja. Nein. Oh, nicht Nadja. Naja. Also, muss ich jetzt nachgucken. Googelt selber. Tschüss, Leute. Wir sind schon eine Minute drüber. Tschüss. Ja.